hier auch gleich wieder für uns relevant wird. Weil es dann heißt, weiter nach oben mit ihr. So, Nummer 35. Und dann ab zur Starplant. So, da haben wir auch schon den ersten Sprössling. So, und da oben dürfte unsere erste Reise hingehen. Und hier dürfte uns auch bald das erste Mal passieren, dass ein Sprössling nicht den Felsen zu 100% erreicht. So, die ersten 500 Meter haben wir bald. So, da ist ein Kristall. Zack, 36, also bald haben wir die 40, die ich erreichen will, unbedingt. So, wir sehen noch die ganzen Felsen. Da ist noch ein Teleporter, der nicht uninteressant ist. Da ist noch ein Kristall. Ich glaube, den kann ich weglassen erstmal. So, das heißt erstmal zurück auf die Starplant. Oh, wobei mit dem Sprössling... ich überlege gerade. Ich muss den da hinten auch erreichen. Ich glaube, wir nehmen den Spross kurz. Ah, ich überlege, wohin. Ja, wir gehen darüber. Ach, da war noch ein Spross. Ah, verdammt. Egal. Aber so wie es aussieht, dürfen wir mit dem hier den Felsen nicht erreichen. Ich glaube, da hätten wir viel zu viel Glück, wenn das reichen würde. Nee, reicht nicht. Aber ist ja gar nicht so schlimm. Also man sieht es so, das war jetzt das erste Mal, dass ein Spross sein Ziel nicht erreicht hat. Das heißt, er bleibt wirklich tatsächlich so stehen. Oder hängen oder was auch immer. Bedeutet... Okay, das ist ein bisschen strange von der Kameraführung gerade. So, gehen an den nächsten. Und können damit an dem Hauptspross vorbei. Richtung Felsen. So, ich weiß, unten war jetzt noch ein Kristall an dem kleinen Felsen, aber den werde ich ignorieren, weil ich einen Teleporter nicht habe. Deswegen wäre das zu riskant. Wenn ich einen Teleporter jetzt geholt hätte, der ja da drüben ist, wo wir das Leuchten sehen, dann wäre das hier jetzt erstmal kein Thema gewesen. Wobei, bei meinem Glück werde ich jetzt trotzdem noch runterfallen irgendwo. Oh, da sehen wir auch nochmal zwei Kristalle. Oh, drei. Die wir nicht geholt haben. Wunderbar, im Dunkeln leuchten die sogar. Ja, wir haben hier auch, wie ihr seht, Tag-Nacht-Veränderung. Regnen wird es nicht. Zumindest ist es bei mir noch nicht vorgekommen, deswegen vermute ich mal, wird es hier nicht regnen. Was machen wir denn noch? Ich glaube, von hier aus können wir... Doch, da hinten ist noch eins. Das sind sogar noch einige. Ich glaube, das ist da drüben. Oh, das hier ist noch interessant für uns. Da drüben. Zumindest von hier aus. Oh. Boah, war das knapp. Bin ja nochmal runtergefallen. Sehr gut. Ab nach da drüben. Könnte auch... Ja, das könnte sogar reichen. Obwohl... nee, wird jetzt schon langsamer. Okay, das ist jetzt sogar wirklich knapp. Ja, sehr gutes Starplant. Oder Sprössling.
Hat wunderbar funktioniert. Okay, da war jetzt auch nur die eine. Der eine Kristall. Den haben wir. So, die Haupt. Ah, das sind die letzten drei. 1, 2, 3, wir sehen's. Dann gehen wir hier rüber. Also man merkt, man kann auch mit den ganzen Sprösslingen, also nicht mit dem Hauptstamm des Starseeds, kann man die Dinger erreichen, sondern wirklich auch mit den anderen Sprossen. Das ist auch relativ gut machbar, wie ihr sehen könnt. So, das ist unser nächstes Ziel. Also wie unser Bud das hinkriegt, dass die Sprösslinge wachsen, weiß ich leider wirklich nicht. Ist auch ein Geheimnis, was mir noch nicht offenbart wurde. Scheint wohl irgendwelche Superkräfte zu haben, der Kleine. Ah, komm. Ah, dankeschön. 39. Und hier haben wir jetzt sogar den 40. Und haben damit das nächste Upgrade freigeschaltet. Und zwar kann unser kleiner Jetpack jetzt ein bisschen mehr, also einen kleinen Düsenantrieb noch mehr. Was uns einen enormen Vorteil verschafft. Wie ihr sehen könnt. So, jetzt müssen wir darüber, okay. Dazu nehmen wir diesen Seed hier. Oder diesen Sprössling. Ja, bis jetzt läuft er relativ gut. Nur einmal wirklich runtergefallen. Wobei mir einfällt, ich habe den Teleporter da drüben noch nicht. So, darüber. Das dürfte er doch schaffen, oder? Ja. Sieht gut aus. Zack. Das war Nummer 5 von 6. 6. dürfte auch gar kein Problem darstellen. Gibt es hier einen Kristall? Den ich noch. Nee. Beziehungsweise man hört einen. Scheint irgendwo außerhalb zu hängen, aber wie gesagt, ab dem 6. 40. sorry. Gibt es erstmal keinen weiteren Grund, die Kristalle einzusammeln. Es sei denn, sie sind wirklich irgendwo vor unserer Nase, dann werde ich sie natürlich immer noch gerne einsammeln. So, darüber, das ist Nummer 6. Und dann sind wir direkt schon auf der nächsten Insel. Diese fliegenden Insel. So, darüber. Ja. Reicht sogar. Wunderbar, 6 von 6. Da sehen wir auch schon, wie der Starseed weiter wächst. Und zwar durch den Wasserfall durch. Und das ist tatsächlich sogar die vorletzte Insel schon. Und ich habe den Teleporter hier immer noch nicht erreicht. Bedeutet, runterfallen wäre jetzt... Oh Gott, sowas von tragisch. Da vorne ist der Teleporter. Soll ich es riskieren? Natürlich riskieren wir den Sprung. Hier, easy. Zack. Deswegen ist das Upgrade mit den 40 Kristallen sehr, sehr nützlich. Ups, nicht festgehalten. Das sollte nicht passieren. So, damit hätten wir diesen Teleporter auch. Jetzt heißt es für uns erstmal den ganzen Weg... Oh, das war, glaube ich, nicht ganz so gut. Ich habe ja noch die Blume ein bisschen... Hätte eine neue sammeln sollen, glaube ich. Aber... Das reicht erstmal. So, jetzt den ganzen Weg nach oben laufen, klettern, etc. Je nachdem, wie man am besten hochkommt. Also man merkt, man kann das sogar ein bisschen hochlaufen, das Ganze, wenn man den Mumm dazu hat. Aber kriegst du hin, Bud? Der gute alte Bud schafft das.
machen, zusammen mit seinem treuen Chatpack. Ist das auch easy. So, wir können natürlich auch die Blätter benutzen, um uns hoch katapultieren zu lassen. Zumindest ein Stück. Das werde ich hier vorne bei dem Blatt machen, sofern das nicht abfällt. Es fällt ab natürlich. Wunderbar. Dann ignorieren wir die Idee. Und wollen hier erstmal weiter nach oben. Man hört schon den Wasserfall, der ist recht laut. Was es natürlich durchaus realistisch macht, das Ganze. So, wir werden uns hier dann natürlich auf dieser Insel noch ein bisschen umschauen. Es gibt noch ein paar Kristalle auch hier zu sammeln, die wir dann trotzdem noch mal ein bisschen mitnehmen, obwohl ich ja keine mehr brauche von meiner Seite aus, aber Schaden tun sie definitiv nicht. So, hier sehen wir auch schon den ein oder anderen Kristall. Ich glaube, die kann ich ignorieren erstmal. Also auf jeden Fall, Hauptaugenmerk liegt erstmal darauf, hier hochzukommen. Man sieht doch hier schon mal leuchten einen Teleporter in der Nähe. Leuchten immer schön rot, wenn man in der Nähe ist. Oh, da ist auch noch ein Kristall. So, erstmal eine Cutscene, wo wir die Insel sehen. Man sieht, wir sind relativ weit oben und hier, selbst hier sind Pflanzen. Also der Boden von diesen Inseln scheint wohl sehr nährreich zu sein für die Pflanzen. So, da ist der Teleporter. Den müssen wir um jeden Preis erreichen. Möglichst ohne irgendwie runterzufallen. Weil wenn man den hat, den Teleporter, dann ist alles andere erstmal relativ egal. Weil selbst dann kann man runterfallen. Man kann sich ja immer wieder teleportieren. Man hat keine Leben, die man aufs Spiel setzt. Man hat kein Continue. Gar nichts. Deswegen kann man das Risiko eingehen, wenn man das möchte. Ja, sehr gut. Und das, den Teleport erreichen wir. So, man merkt gerade, es wird dunkel hier im Spiel. Schön ist es, wenn die Sonne aufgeht und wenn es dunkel ist, erkennt man nicht mehr so viel. Man erkennt die Kristalle richtig gut. Das ist ein Plus auf jeden Fall. Aber alles andere wird dann ein bisschen schwieriger. So, Teleporter freigeschaltet. Jetzt erstmal um Kristalle kümmern. Hier ist einer. Das war Nummer 41. Da oben ist noch einer. So, jetzt ist wieder hell. Sehr gut. Den Kristall noch. Ah, ich finde es sehr realistisch mit dem Hellwerden. Hier sieht man es. Ah, die schöne Sonne. Aber jetzt sollten wir uns beeilen, bevor es das nächste Mal dunkel wird. Ich glaube, hier gibt es... Doch, hier gibt es noch einiges an Kristalle, die man sammeln könnte. Ich werde mich auch nur auf das Wesentliche beschränken. So, hier gibt es jetzt noch ein paar üble Fallen, wie wir sehen können. Und zwar fleischfressende Pflanzen, die einen direkt töten können, wenn sie einen schnappen. Da sollte man also nicht reintreten. Ich habe hier einen Kristall gehört. Der ist wahrscheinlich irgendwo da drüben. So, hier gibt es nicht mehr viel. Aber bis auf Kristalle natürlich. Okay. Ich glaube, wir können uns jetzt der Starplant widmen. Ich überlege gerade, welcher soll der erste sein. Wahrscheinlich der Felsen da drüben. Oder der hier. Der ist auch sehr, sehr nah. Ich überlege gerade, wie komme ich jetzt am geschicktesten dahin.